Avinke da draußen, mein Name ist Mario und ich zock heute mit euch eine Runde Diablo 2 dies Namoth in Hardcore. Ich habe letzte Runde die Gräfin gemacht und werde mir jetzt den Weg zum äußeren Kloster freiboxen. Hey, da steht noch ein was. Und da steht auch noch ein was. Oh, da kommt noch mehr. Da ist irgendwo ein Schäfchen noch, ne? Da ist irgendwo noch ein Schäfchen. Oh, ne, doch nicht. Das Schäfchen war schon platt und nur die Jungs haben sich irgendwo versteckelt. Hey, ich will da nicht hin, der haut uns alle um. Ja, so ist das. Lasst euch durch meine dicken Möpse und meinen knackigen Hintern nicht täuschen. Ich hau zu wie eine Dampframme. Ja, eigentlich schieße ich mit Pfeil und Bogen, aber egal. So, und dann haben wir es gleich geschafft. Was? Diadem? Superior sogar. Das wäre vielleicht was, was man mal verzaubern lassen könnte. Nehmen wir mal lieber mit. Das nehmen wir mal lieber mit. Ich wollte gerade sagen, du bist doch bestimmt Chef. Und natürlich ist er ein Chef. Weil nur die Freunde von den Chefs können mich kalt machen. Naja, die Minions übernehmen ja die Verzauberungen, teilweise zumindest, die ihre Chefs, ihre Bosse haben. Ihre Anführer, wie auch immer. Und wenn der zum Beispiel mit Kälteschaden zuschlägt, dann schlagen halt seine Minions, seine Fiffis auch mit Kälteschaden zu. Und daran kann man sich immer schon mal ganz gut drauf einstellen, was einen denn dann so erwartet. Oh, Champions. Kann man sich immer schon ganz gut darauf einstellen, was einem so ungefähr erwartet, wenn man dem Boss dann gegenübertritt. Na, wer schmeißt denn damit? Da war das meine Walli. Meine Walli castet Frostlobas oder wie? Aber alle erwischt. Und was denn hier? Jetzt schon? Ich hab doch noch gar nicht. Ah, oh. Das muss ja auch nicht sein hier. Das muss ja auch so nicht sein. So, jetzt alle mal ab ins Kloster. Klosterfrau Melissengeist. Ich weiß echt gar nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, irgendwas zum Einreiben. Sowas wie Franzbrandwein vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ein Melissengeist ist. Melisse ist, glaube ich, eine Pflanze. Und ein Geist klingt ja in der Nähe so... In der Nähe. Klingt ja in der Regel so, als würden da... Als wäre das was Alkoholisches. Ja, sowas wie ein Schnaps oder sowas. Ein Himbeergeist ist doch, glaube ich, auch so ein Himbeerschnaps, oder? Das heißt, Klosterfrau Melissengeist ist eigentlich was zum Saufen. Nicht zum Einreiben. Ach so. Die kaufen das? Ich brauche was zum Einreiben. Mir tut der, weiß ich nicht, der Rücken weh. Und dann kaum sind sie aus der Apotheke raus oder aus dem Laden raus, wird das Ding angesetzt und auf Ex runtergeklopft, der wahrscheinlich. Das ist wie mit dem Hustensaft. Mir geht's nicht gut, Herr Doktor. Ja, hier kriegst du den Hustensaft. Oh, schön. Und dann wird erstmal die Flasche angesetzt. Hier, fällst du jetzt mal um, oder? Steht alles wieder auf? Wo sind wir denn hier? Hm. Das kann ich nicht aufgeschaut. Eine Fackrune. Fackrune ist gut. Ich hab schon eine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich gehe lieber hoch. Geh lieber hoch und... Achso, ich kann das gleich hier verzaubern lassen von ihr. Kann ich ja schon... Ach nee, kann ich noch nicht. Ich bin ja erst noch auf dem Weg.
um es verzaubern zu können, dann nachher, später, irgendwann. Oh, Mist. Ja, ich weiß, Resi ist gut, aber... ausgerechnet ein Riesenzauber... wir nehmen so viel Platz weg, das ist das Problem. Und das ist das Problem, das Hauptproblem, quasi. Wie ist hier? Nee, wo ist denn? Ich hab sogar keine Frack. Ist ja cool. Ich habe gar keine Fuck. I don't give a fuck. Ich nehme jetzt nur wieder mit, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe, da ich ja schon wieder vollgestopft bin mit irgendwelchen Zaubern. Ich hatte den Gürtel, da ich schon den Cube ja nur deswegen weggelassen. Weil ich ja durchaus... falsch gegangen. Ja, durch Albtraum. Ach, hier ist er. Da, wo er im Original auch ist. Ja, ab und zu ist er hier in den Gängen drin. Der Wegepunkt. Oh. Irgendwas wolltest du gerade erzählen. Ich hab's leider voll verpeilt. Irgendwas hat mich irritiert. Und so müde wie ich bin, hat es mein Gehirn nicht bei sich behalten können. Von daher seht's mir bitte nach. Nein, ich bin nicht bekifft. Nein, ich bin nicht besoffen. Ich bin einfach nur müde. Und hab's vergessen. Ich bin um 3:30 sind wir, glaube ich, heute alle drei ins Bett. Die ganze Nacht, oder fast die ganze Nacht gezockt. Und meinem Sohn ein bisschen Garden Warfare. Mit meiner Frau ein bisschen Minecraft. Und mit meinem Sohn auch. Und dann im Anschluss noch ein bisschen Civilization 5, 5. Ah, nein, nein, ja, das mag ja durchaus möglich sein, dass du das machst, aber er hat mein Fifi schon platt gemacht. Und die erste Wally ist auch schon tot. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür, dass ich auch bald mein Leben verliere. Nein, nein, nicht so, nicht so. Where's the fucking Ausgang? Oh, das war der falsche. Nie irgendwo hinrennen, nie irgendwo hin flüchten, wo du dich nicht auskennst. Stopp! Ja, ich weiß. Ich brauche meine Wallis, ich brauche meinen Fifi. Wo ist denn hier Cashier, verdammt? Du hast dich versteckt. Wo hast du dich versteckt? Was machst du denn da unten, sag mal? So, jetzt die Bögen noch. Pfeile noch. Greetings. So, jetzt mal vorsichtig. Ach, der Schmied ist schon hoppla. Der Schmied ist schon hoppla. Natürlich gegen beides immun, so wie sich das gehört. Was? Frechheit. Du mal sowieso, du bist mal ganz ruhig hier. Der Chef ist schon lange geplättet.
Müssen wir noch überlegen, wo geht es hier am besten lang? Ich denke mal hier. Ich probiere es erstmal hier lang. Ich probiere es erstmal. Oh, Alter, ich habe keine dicken Tränke mehr auf meiner Eins. Ja, deswegen hasse ich enge Gänge. Enge Gänge. Enge. Das sind zwei bekloppte Wörter. Wenn man die so zu oft miteinander sagt, dann wird man sie wahrscheinlich auch bekloppt von. Ja, hätte ich Winch Players 8 spielen, wäre ich jetzt tot. 100 Pro. Eine von diesen beiden Begegnungen hätte ich nicht überlebt. Entweder die mit dem Schmied und der Flucht ins Ungewisse, die ich da, die ich da vorgenommen habe, quasi. Oder die eben gerade, wo ich eben gerade in den Haufen reingehüpft bin. Ich bin doch kein Baba hier. Ja, stell dich nicht so an. Weißt du, musst dich jetzt so oft plustern. Du bist auch nichts Besseres als die anderen. Ist jetzt mal hier bald vorbei, oder? Irgendwo musst du hier mal der Gang nach. Aha. Genau den habe ich gemeint. To the jail, level 1. Hier ist auch irgendwo ein Wegepunkt versteckt. Eigentlich wollte ich nur den... nur bis zum Wegepunkt im, im äußeren Kloster machen. Jetzt wird die Folge schon wieder so lang. Verdammt, ich hab's schon wieder verpeilt. Das tut mir leid. Ah, cool. Wunderbar, ist genau das, was ich wollte. Wegepunkt, kann ich hochgehen. Kann ich mich doch noch schnell verabschieden. Ist doch nicht zu lange jetzt geworden. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, es ist ein bisschen über eine halbe Stunde. Ja, falls es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was in die Comments. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Abinke!